Herr Fassler, ich möchte gerne mit Ihnen losstarten. Wir haben ja gesehen, was damals los war. Es waren wirklich schreckliche Bilder, die wir da mitverfolgen mussten. Und es war für Dr. Ales Mok unendlich wichtig, hier für eine Veränderung herbeizuführen. Vielleicht nur ganz kurz, wie haben Sie denn damals in Ihrer Funktion auch die Bedrohungslage für Österreich eingeschätzt? Ja, ich habe es schon einige Male bei dieser Gelegenheit gesagt. An sich kann ich das nur bestätigen, was Leusche Peterle ausgeführt hat. Es war keine Überraschung, dass Jugoslawien zerfallen wird. Und ich selbst habe bereits, wie ich angelobt worden bin als Verteidigungsminister, mein unmittelbarer Vorgänger war ja Alois Mok in dieser Funktion, der das für einige Monate ausgeübt hat, habe ich damals meinem zukünftigen Kabinettschef Schittenhelm, dem Mann der ehemaligen Frauenorganisationschefin von Österreich, eine Liste in die Hand gegeben. Und da ist ganz an der Spitze drauf gestanden, Vorbereitungen für einen Krisenfall Jugoslawien, weil es zu erwarten war. Was nicht zu erwarten war, dass es so kriegerisch ausgerichtet wird. Wir haben damit gerechnet, dass es Verhaftungen gibt, dass es Demonstrationen gibt, dass es einfach, ich sage das jetzt, eine Krisensituation, wo Leute vielleicht auch über die Grenze wollen und so weiter gibt, aber dass es wirklich zu einem mit militärischen Mitteln ausgetragenen Bürgerkrieg, könnte man sagen, kommt, damit haben wir nicht gerechnet. Und das Zweite war dann eigentlich die positive Überraschung, wenn ich das so sagen darf. Es hat auch keiner damit gerechnet, dass es der slowenischen Territorialverteidigung gelingen würde, innerhalb weniger Tage gegen die jugoslawische Volksarmee sich durchzusetzen. Das war ja eine starke Armee, muss man dazu sagen, die ja über ungeheure Mittel verfügt hat. Und da kann ich nur das eine sagen, also für uns ist es natürlich darum gegangen, zu verhindern, dass die Kämpfe auf österreichisches Staatsgebiet übergreifen. Die jugoslawische Volksarmee hat ja versucht, alle Grenzübergänge zu besetzen, in die Hand zu kriegen, um sozusagen vom Norden aus dann auch die slowenischen Streitkräfte in Bedrängnis bringen zu können. Und das war der Punkt, wo wir natürlich an die Grenze vorrücken mussten, um die österreichische Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig unseren Neutralitätsstatus zu wahren. Das war es. Und wesentlich, das muss ich schon sagen, war zweifellos der Wille der Bevölkerung, der politischen Führung in Slowenien, junge Leute wie Leusche Peterle damals war oder auch der jetzige Ministerpräsident Janez Janša. Das möchte ich absolut erwähnen, der damals der Kommandant der slowenischen Territorialtruppen war. Ja. Die haben sich durchgesetzt. Aber ich sage es auch hier, ohne Alois Mok wäre sicherlich die Anerkennung nicht erfolgt. Zumindest nicht innerhalb von 2 oder 3 oder 4 Jahren. Vielleicht später, aber zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht, und damit wäre eine weitere Eskalation der Krise vorprogrammiert gewesen. Herr Echtinger, Sie kennen Alois Mok gut. Woher nahm er denn diese Sicherheit überhaupt? Woher wusste er früher offensichtlich als andere internationale Beobachter teilweise, dass Jugoslawien zerfallen würde? Nun, ich glaube zum einen, er hat ein hervorragendes Beraterteam gehabt mit wirklichen Balkanexperten. Ich denke da an den späteren und leider schon verstorbenen Generalsekretär Rohr, an Generalsekretär Kürle. Alle die haben einen hohen Wissensstand gehabt, wie er selbst auch, weil er in der Gegend unglaublich viele Kontakte hatte und die Entwicklung Jugoslawiens über die Jahre verfolgt hat. Er hat immer davon gesprochen, dass Jugoslawien ein Staat ohne Jugoslawen war, weil bei einer Volkszählung im Jahr 1981 sich von, ich glaube, ungefähr 22 Millionen Jugoslawen nur 1,2 Millionen wirklich zu Jugoslawien als Staat bekannt haben. Und für ihn war, glaube ich, er hat das auch selbst festgehalten, war ein ganz ein entscheidender Punkt die Abschaffung der Autonomie des Kosovo und der Vojvodina
und gleichzeitig auch dann, als die Provinzparlamente in diesen beiden autonomen Republiken dann beseitigt wurden. Das war im Juli 1990 und da hat er begonnen, die internationale Staatengemeinschaft zu warnen, dass in Jugoslawien eine Sezession bevorsteht, eine selbstständige Erklärung. Und auch möglicherweise, er hat immer natürlich darauf gedrängt, dass es mit friedlichen Mitteln abgehen muss, aber dass das Ganze auch möglicherweise nicht friedlich über die Bühne gehen würde. Und da, glaube ich, war dann die Stärke von Alois Mock, dass er als österreichischer Außenminister sämtliche internationalen Foren nicht nur gewarnt hat, sondern sie auch zur Aktion gedrängt hat. Und da kann ich nur das absolut unterschreiben, was Werner Fasselamt gesagt hat. Ohne Alois Mock wäre diese Dringlichkeit nicht gegeben gewesen. Ich möchte ein paar Punkte anführen. Wir haben es vorher schon vom Herrn Ministerpräsidenten Peter Lee gehört. Alois Mock war ja 19 Jahre Präsident der EDU, 4 Jahre auch Präsident der IDU und er hatte dieses unglaubliche europäische Netzwerk. Wir haben gehört, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, mit denen er damals die IDU auch begründet hat, aber auch in die USA. Und er hat dieses Netzwerk unglaublich verwendet. Österreich war zum Beispiel zu einem ganz, ganz kritischen Zeitpunkt nicht ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates. Und er hat das Thema vor den UNO-Sicherheitsrat gebracht. Er hat damals Dimitri Ruppel die Chance gegeben, vor den KSZD-Außenministern zu sprechen. Er hat, als es zu schweren Menschenrechtsverletzungen im Kosovo gekommen ist, den damaligen KSZD-Menschenrechtsmechanismus ausgelöst, Stufe 1, Stufe 2. Er hat das von ihm begründete spätere Forum Zentraleuropäische Initiative, damals als Quadrangulare, hat er verwendet, um dort das Jugoslawien Thema ununterbrochen weiter voranzutreiben. Und er hat, und wir dürfen nicht vergessen, 1989 hat ja Österreich übrigens als einziges der neutralen Mitgliedstaaten der Europäischen Union den Beitrittsantrag schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zerfall der Sowjetunion gestellt, nämlich eben im Juli 1989. Am 17. Juli wurde der Beitrittsantrag überreicht und er hat ein ganz enges Netzwerk in der Europäischen Union, damals Europäische Gemeinschaften, gehabt. Der Herr Ministerpräsident hat es angesprochen, er war ständig am Telefon. Ich kann mich an die Telefonate zu jeder Tages- und Nachtzeit erinnern. Ich glaube, Edith Mock kann sich noch viel mehr erinnern, weil es war wirklich jede Tages- und Nachtzeit. Das war Hans van den Broek, der niederländische Außenminister. Das war Jacques Boos, der dann auch die Troika übernommen hatte. Und er hat sehr intensiv auch die amerikanische Schiene bearbeitet. Wir haben von Loise Beterle gehört, dass die Amerikaner unglaublich zögerlich waren. Larry Eagleburger, der gesagt hat, wir setzen auf Einheit. Die europäischen Gemeinschaften, die gesagt haben, wir setzen auf Einheit. Und Alois Mock hat gesagt, ihr täuscht euch. Es wird keine Zukunft eines gemeinsamen Jugoslawiens geben. Dazu sind die Völker Jugoslawiens zu heterogen. Und dazu kam ja dann noch das, was der Ministerpräsident auch schon ausgeführt hat. Es gab das berühmte Memorandum der Akademie der Wissenschaften, das Suna-Memorandum, das hier diesen serbischen Nationalismus extrem befeuert hat. Und Präsident Milosevic hat das ja verwendet, um hier zu erklären, dass die Serben in Jugoslawien außerhalb von Serbien unterdrückt seien. Und dort haben ja dann auch die ersten Gewalttätigkeiten begonnen mit dem Aufstand der Serben in der Krajina oder dann auch der Zwischenfall bei den Plitvicer Seen, wo es dann wirklich auch Todesopfer gegeben hat und wo Alois Mock klar war, wir müssen unglaublich rasch handeln. Dann kam sein Vorschlag eines Waisenrates. Der Herr Ministerpräsident kann sich sicher noch erinnern, dass ein Waisenrat hier helfen sollte, einen friedlichen Übergang zu schaffen. Wurde dann im Europarat diskutiert. Alois Mock hat das in den Europarat gebracht. Also es hat praktisch keine internationale Organisation, KSZD, Europarat, UNO, N&N, Neutral and Non-Aligned, die Quadrangulare, keine internationale Organisation gegeben, die Alois Mock nicht dafür verwendet hat, diesen Gedanken der Anerkennung, aber auch natürlich die Warnung vor einer möglicherweise blutigen Zerfall Jugoslawiens voranzutreiben. Mhm. Herr Fasselamt, wir haben es gerade gesehen, auch im Video, es gab ja wirklich auch innerhalb Österreichs innerpolitische Querelen, möchte ich es mal nennen. Die SPÖ war nicht so ganz überzeugt von Mocks Vorhaben. Kannst du uns da auch noch ein bisschen mitnehmen, was da los war bei diesen zwei Großparteien, wie sich das ausgewirkt hat damals?
Naja, es hat zwei diametral entgegengesetzte Positionen gegeben innerhalb der Regierungskoalition. Die SPÖ war strikt gegen ein Selbstständigwerden von Slowenien und Kroatien, während unsere Fraktion das durchaus unterstützt hat. Das heißt, wir hätten uns auch vorstellen können, dass es dort eine Art Konföderation gibt. Jedenfalls der Weg, ich sage es, dass man die Zügel anzieht und eigentlich selbstständige Staatseinheiten innerhalb von Jugoslawien wieder zentralisiert, mehr oder weniger, wie es geschehen ist mit der Vojvodina und mit Kosovo, das war für uns unmöglich. Ja, und es hat dazu geführt, dass eben in der Regierung keine einheitliche Linie da war. Wir waren ganz klar dafür, sozusagen das zu unterstützen, während die SPÖ anderer Meinung war. Da hat es ja ganz starke Diskussionen gegeben, nicht nur, wir haben Branicki gehört, ich kann mich noch erinnern an Peter Schieder, wie er gesagt hat, da kann sich München auch selbstständig machen, ja, und wird es dann auch anerkannt oder wie auch immer. Das heißt, da hat es ernsthafte Diskussionen gegeben. Und entscheidend war, dass wir nicht nur diese Meinung vertreten haben, sondern ich sage das noch einmal, dass es Alois Mock verstanden hat, dass bei uns in der Partei, aber in ganz Europa durchzusetzen. Wenn bei mir zu Hause um irgendwann zwischen 11 und 12 das Telefon, in der Nacht das Telefon geläutet hat, hat meine Frau gesagt, das ist der Alois, und ich habe abgehoben und er hat geheißen Mock. Und er wollte sich jeden Tag in dieser Krise auch darüber informieren, wie die Lage ist. Und er hat diese Information nicht für sich verwendet, sondern er hat noch am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Morgen Genscher und Kohl davon verständigt. Ohne diese Linie wäre es nicht gegangen. Durch seine besonderen Französischkenntnisse und seine Verbindungen auch zu Chirac und ich sage das jetzt auch den Parteien in den anderen Staaten ist es gelungen, auch die französische Linie aufzuweichen. Man muss dazu wissen, Jugoslawien, ich habe damals mit dem französischen Verteidigungsminister gesprochen, war eine Création française. Das heißt, das war eine französische Konzeption dieses Staatsgebilde. Und insofern, wenn er nicht in der Lage gewesen wäre, das hinüberzubringen, dann wäre das Verständnis einfach nicht da gewesen. Das muss man sagen. Ich habe es selbst erlebt, wie Maggie Thatcher einige Politiker aus Belgrad darin bestärkt hat, nicht nachzugeben und bei der Linie zu bleiben etc. Das heißt, das war gar nicht so einfach. Es war wirklich eine große Leistung. Ich sage noch einmal, selbstverständlich, es waren die Politiker im Lande, die das gemacht haben, aber von außen her war es sicherlich Alois Mock, der der wesentliche Betreiber war und der das auch so geschickt gemacht hat. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Er hat eine Vision dabei gehabt. Für ihn war die Freiheit und diese freizügige Entwicklung der Nationen, der Slowenen, der Kroaten, der Bosnier etc. einfach ein wichtiger Umstand für das Leben der Menschen, dass sie sich in ihrem eigenen Land zu Hause fühlen. Da ist es auch um Subsidiarität gegangen, um persönliche Freiheit, um die Möglichkeit, die eigene Muttersprache nicht nur lernen zu können, sondern auch aussprechen zu können etc. Das heißt, man muss den ideologischen Hintergrund sehen. Da war Zentralismus auf der einen Seite und da war diese Idee von Freiheit und persönlicher, von Selbstverwirklichung auf der anderen Seite da. Ich wollte gerade hier auch ein Stück weit anschließen. Ich habe Sie einmoderiert, auch mit den Worten, Sie kannten Alois Mock sehr gut. Vielleicht könnten Sie uns kurz erklären, warum, was damals Ihre Verbindung zu Alois Mock war. Sie haben auch ein Buch mitgebracht und ich sehe, dass hier sogar eine Marke drinnen ist. Diese große Überschrift heute, Alois Mocks Erbe. Welches Erbe nehmen wir denn mit? Ich glaube, das, was du gerade erwähnt hast, ist auch so wichtig, diese Visionen, diese Ziele. Was trieb ihn an? Was können wir lernen, auch persönlich vielleicht? Ja, ich glaube, dass
Alois Mock natürlich in einer Zeit gelebt hat, die eine Zeit der extremen Umbrüche war. 1989, Annus Mirabilis, Alois Mock mit dem berühmten Bild des Durchschneidens des Eisernen Vorhangs. Alois Mock hat meiner Meinung nach eine ganze Reihe von ganz, ganz historischen Momenten nicht nur erlebt, sondern mitgestaltet. Das betrifft natürlich, wir haben es gerade jetzt gesprochen, den Zerfall des Vielvölkerstaates Jugoslawien, wo er eben diese entscheidende Rolle gespielt hat, dass es hier dann letztlich zu den Anerkennungen gekommen ist und wie wir gesehen haben, er dann auch als erster Außenminister hier wirklich in einem Triumphzug das unabhängige Slowenien und das unabhängige Kroatien besuchen konnte. Aber er war besonders beseelt von der Idee der europäischen Integration und eines gemeinsamen Europas. Das hat er auch weitergeführt. Das hat sein Mentor, als er damals Kabinettschef und später Unterrichtsminister geworden ist, Bundeskanzler Klaus, der immer schon gesprochen hat, dass Europa zwei Flügel hat, nicht nur einen westlichen, sondern einen östlichen. Und Alois Mock war auch sehr daran interessiert, möglichst rasch die osteuropäischen Staaten in die Europäische Union zu bringen. Da ist legendär eigentlich wirklich, dass er am Tag oder in der Stunde des Abschlusses unserer Beitrittsverhandlungen gesagt hat, und jetzt ist der Weg frei für die Länder Osteuropas. Seine Vision war die eines integrierten Europas und an vorderster Front natürlich der österreichische EU-Beitritt, der ganz, ganz schwer durchzusetzen war, weil es ja nicht nur eine starke Gegnerschaft bei der SPÖ gab, sondern durchaus auch einen durchaus hinhaltenden Widerstand in der ÖVP aus verschiedenen Gründen. Das war die Frage Ausverkauf des Grundes, der Transit in Tirol, Frage des Überlebens unserer Landwirtschaft. Da gab es viele Themen, warum das nicht, also sozusagen die ÖVP sich automatisch hinter ihn gestellt hat. Aber er hat die Vision des geeinten Europas gehabt, die er mit Beitrittsantrag 1989 dann als Delegationsleiter der Verhandlungen, die er dann zum positiven Abschluss geführt hat, dann das positive EU-Referendum mit 2/3 der Österreicher für einen Beitritt. Aber er hat zum Beispiel Richtung Osteuropa eben diesen symbolischen Akt des Durchschneidens des Eisernen Vorhangs gesetzt. Und eine Sache, die auch noch historisch ist, die aber oftmals dann unter all diesen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, ein bisschen zurückbleibt: Er hat das Autonomiepaket für Südtirol abgeschlossen. Er hat die entscheidenden letzten Maßnahmen des Operationskalenders umgesetzt und hat letztlich dann 1992 vor den Vereinten Nationen die Streitbeilegungserklärung im Südtirol-Konflikt mit Italien abgeben können, weil Operationskalender und Maßnahmenpaket umgesetzt wurden, und er hat das auch bis zum Schluss getragen und bis zum Schluss verhandelt. Also ich würde sagen, von dem, was die österreichische Geschichte betrifft, hat er ganz wesentliche Punkte der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts mitgeschrieben. Und er hat, das muss man sagen, auch etwas bewirkt, nämlich er war ein Vorbild für einen integeren Politiker. Ich glaube, dass alle, die Alois Mock gekannt haben, es so geschätzt haben, dass er sich selbst in den Dienst des Staates gestellt hat. Und Edith Mock weiß es ganz genau, er wollte nie etwas für sich. Das war ihm vollkommen fremd. Er hat gearbeitet für seine Visionen, für seine Ideen und ist als, glaube ich, als Mr. Europe und als besonders integrer Politiker in Österreich im Gedächtnis der Menschen verblieben. Mhm. Ich habe dieses Buch mitgebracht, das ich mit Helmut Wohnuth, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, mit Helmut Wohnuth geschrieben habe, wo wir sehr stark auch auf seine Persönlichkeit eingehen, die nämlich wirklich unglaublich ist. Er war ein Mensch, der enorm respektvoll anderen gegenübergetreten ist, der aber besonders herzlich war, der, und das war für Mitarbeiter sehr angenehm, nie großen Stimmungsschwankungen unterworfen war, sondern immer unglaublich ausgeglichen, herzlich, freundlich, sich um alle Anliegen angenommen hat, der Bürger und Bürgerinnen. Und er hat einen unfassbaren Arbeitswillen und ein Pflichtbewusstsein gehabt, das möglicherweise ihn dann ja auch leider sehr stark körperlich mitgenommen hat. Aber er hat einen Einsatz und eine Energie gehabt, die war unglaublich. Mhm. Das war für seine Mitarbeiter und sicher auch für seine Ehefrau manchmal nicht ganz einfach, wenn ich das so sagen darf, Edith. Aber es war großartig, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Vielleicht noch zwei kleine Punkte dazu. Er hatte unerschütterbare Prinzipien.
Er war CVer, er war Norikaner und hat seine christlich-sozialen Werte ganz, ganz offen getragen und alles auch danach ausgerichtet. Also das war ein ganz großer Punkt. Und was mir besonders gut gefallen hat, natürlich, was allen Diplomaten unglaublich gut gefallen hat, war, dass er so stark frankophil war. Er hat ja jeden Tag in der Früh seine Le Monde gelesen. Er hat besonders gute Kontakte zu Frankreich gehabt, wie Werner Fassler das auch gesagt hat. Und sein Lieblingsstück Cyrano de Bergerac. Ich durfte als sein Sekretär, der ich von 1988 bis 1992 oftmals wirklich rund um die Uhr an seiner Seite sein durfte, war persönlich in der Umsetzung engagiert, weil er in Paris Jean-Paul Belmondo angesprochen hatte, dass er in Wien die Rolle des Cyrano geben sollte. Wir haben eine großartige Aufführung im Ronacher gehabt, des Cyrano de Bergerac mit Jean-Paul Belmondo und einen Aufsatzwettbewerb in Österreich über Frankreich und so weiter und so fort. Er war frankophil, er war der ganz große Europäer und als der wird er sicher in Österreich allen Generationen in Erinnerung sein. Danke Ihnen, Dankeschön.